Ja, und damit heiße ich euch ein herzliches Willkommen zur nächsten Pokémon-Folge von Leuchtender Perle. Ja, im letzten Part haben wir Sonnywick erreicht und auch noch erkundet und Volta haben wir auch noch einmal kurz kennengelernt und hinter mir ist die Arena von ihm und ja, das ist der letzte Orden, den wollen wir uns heute holen. Oh, du bist's. Er ist endlich zurück und er ist irgendwie fröhlicher als sonst. Vermutlich hat er in dir ein Können angesehen und kann es kaum erwarten, gegen dich anzutreten. Denk dran, was du zu tun hast, Heißsporn. Sorge dafür, dass in der Hitze des Gefechts der Funke der Kampflust auf ihn überspringt. Na dann los, Heißsporn. Ich warte in der Pokémon-Liga auf dich. Ja, und sein Signature von Ignaz ist die Weiterentwicklung von Magma. Ich glaube, ein Tausch mit Magmasera, ne? Ja. Ja, jedenfalls, das ist die letzte Arena. Ich werde sie auf jeden Fall genießen. Und was hast du mir hier zu sagen? Oh, die zukünftige Champion Schbee. Lass mich mal dein Trainer-Etui sehen. Wie viele Orden hast du? 1, 2, 3. Wow, du hast schon 7 Stück. Das heißt ja, wenn du diesen Arena-Leiter besiegst, kannst du die Pokémon-Liga aufmischen. Dann ist das auch das letzte Mal, dass ich dich beraten kann. Also hör mir gut zu. Nur noch dieses eine Mal. Das sind bestimmt alles Zwillinge. So, weiß ich. Sind alle gleich aus, wahrscheinlich alle Zwillinge, so wie Schwester Joy oder Schwestern und Brüdern. Der Arenaleiter hier ist Meister im Umgang mit Elektro-Pokémon. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, den Rest musst du selbst erledigen. Ja, sehr gut. Ist eigentlich ganz easy. 1, 2. Ja. Shellcarain werde ich natürlich wieder als letztes beim Arena-Kampf einsetzen. Wirst du es bis zum Arena-Leiter schaffen? Bist du dir da wirklich sicher? Aber ich hoffe, hier sind mal ein paar mehr Elektro-Pokémon vom Typ. Ne? Ein Schulkind. Schulkinder oder generell so Kinder in der Arena arbeiten lassen. Gab damals, war denn das, vor 2, 3 Jahren, kritische Stimme auf Twitter. Ah, Kinderarbeit hier, aber... Ich finde, das gehört dazu. Zumindest hier im Pokémon-Spiel. Ne? Ist ja ein Pokémon-Game halt. Wir gehen auf Erdbeben. Ich denke mal, gegen Volta werden wir keine Schwierigkeiten haben. ...51 für Galoppa. Erstmal die Trainer hier besiegen. Hallo. Ich will gewinnen. Ich untermale diesen Willen mit meiner treuen Gitarre. Ich will gewinnen. Mein Pokémon wird zum Star, da ich auf diesem Motto beharre. Ein Pokémon hat er nur? Okay. Gefällt mir schon mal. Ein Luxio. Warum kein Luxtra? Ich weiß, die Entwickler wollen den Arena-Leiter immer ein bisschen stärker aussehen lassen, aber... Beende es mit Erdbeben. Kurz und schmerzlos. Dies ist die härteste Arena in der gesamten Sinnoh-Region. Deshalb bin ich hier. Ich will die besten Kampftechniken erlernen. War schon wieder ein Kind, da oben auch. Oh. Es gab ja mal eine Trainerklasse, die hieß Nerd. Haben sie aber rausgenommen. Und ein Pantimos? Ach kommt, lieber Entwickler. Was hat ein Pantimos mit Elektrizität zu tun? Erdbeben. Hast du gut gemacht, Shelterra.
Jawohl. Na komm. An meinen Klamotten kann man sehen, dass ich keine halben Sachen mache. Das ist ja nur aus bestimmten Pikachu. 4. Natürlich. Und wenigstens Elektro-Pokémon. Hast du gut gemacht, Shelterra. Noch ein Crit. Wahnsinn. Können wir gut in der Pokémon-Liga gebrauchen. Die Crits. Wo ich hier Angst vor Pikachu habe, ist der Volt-Tackle. Ah, der kann schmerzhaft sein. Aber so ein Pikachu-Kostüm ist sweet. Ich habe ja selbst ein Nachtara-Kostüm. So, weiter geht's. Egal ob Trainer oder Gitarrist, beide brauchen Hingabe, um ihr Können zu verbessern. Ah, das stimmt. Ah, nur ein Pokémon, das gefällt mir. Eine Raichu! Erdbeben. Ruckzucki. Zum Glück keine Para. Gut. Weil bei einigen Elektro-Pokémon, vor allen Dingen auch bei Pikachu und Raichu, muss man aufpassen, auch bei Pichu, dass sie eventuell Statik haben. Hast du gut gemacht, Shelterra. Und ja, Ruckzucki ist ja eine physische Attacke. Und bei Berührung, das kann wehtun. Ich muss ja hier erstmal hin. Soll ich erstmal sagen, gehen wir hier rüber. Oh, ein Ass-Trainer. Ich suche nicht nur nach starken Trainern, mit denen ich kämpfen kann. Es geht mir auch ums Adrenalin und den Kick. Das will ich spüren. Ja, ja. Muss man gleich mal was zu essen machen. Ich krieg schon wieder Hunger. Ich sag dazu nichts mehr. Ich sag dazu nichts mehr. Kadabra kann zwar Elektroattacken, aber. Soweit ich weiß. 51 für Onyx. Danke, Shelterra. Level 61. Und Palim 54. Palim.
Oh, da ist schon Volta. Unser Arenaleiter hat die Arena aus Langeweile umgestaltet. Jetzt sprühen hier die Funken. Ah, das meint er mit renovieren. Okay. Aber wie sah die denn vorher aus? Ah, das würde mich mal interessieren. Erdbeben. Level 50, Golking. Willkommen in dem 50er-Bereich. Warum ein Bidifass? Gigasauger. Gerade nur meinem Instinkt. Ich bin überrascht, dass du es so weit geschafft hast, aber jetzt ist Schluss. Du hast nicht die geringste Chance, mich zu besiegen. Es müsste eine Astrainerin sein, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe, ein Astrainer. Okay. Stolos kann ja Donnerzahn. Reicht. Da ist die Robustheit da. Danke dir, Schaltherr. Hast du gut gemacht. Beende es mit Knirscher. Level 49 für unseren Noctu. Erdbeben. Keine Gnade für solche Pokémon. 52 für unser Galoppa. Können wir nochmal gut brauchen, vor dem Arena-Kampf. Ich glaube, sein Elevoltik ist auf 55. Bin mir aber auch nicht sicher. So. Beute. Ich brauche was Bestimmtes. Ich würde sagen, wir bringen Onyx an die erste Stelle, oder? Hatten wir noch gar nicht. Wir müssen hier lang. Oder auch nicht? Eigentlich schon. Eigentlich hier auch. Ich war der Meinung, dass es zwei Wege gibt zum Arenaleiter. Versuch's nochmal. Doch, wartet. Wartet mal. Natürlich gibt's den.
Oder nicht? Nein, ich habe mich geirrt. Alles gut, alles gut. Muss nämlich hier was ändern. Sieht gut aus. Lächerlich. Aber gut. Okay, müssen wir hier lang. Machen wir das eben so. Wir müssen jetzt hier lang, wir müssen. So wäre der Weg frei, aber ich komme hier nicht runter. Nämlich der Meinung, nee, dass wir jetzt hier runter müssen und noch einmal drehen müssen. Ja. Da ist er. Okay, Volta. Was hast du mir zu sagen? Nun denn, Herausforderer. Es passiert nicht oft, aber manchmal gibt es Trainer, die es bis hierher schaffen. Doch bisher waren sie alle eine Enttäuschung. Keiner von ihnen konnte mir das Wasser reichen. Ja, ich bin Arenaleiter Volkner. Man sagt, ich sei der beste Arenaleiter der Sinnoh-Region. Aber wie dem auch sei, lass uns die Sache einfach hinter uns bringen. Ich hoffe, du bist ein Trainer, der mir in Erinnerung rufen kann, wie viel Spaß Pokémon-Kämpfe machen können. Ja, das hoffe ich auch. Dann zeig mal, was du drauf hast, Volta. Sieht ein bisschen aus wie Minato, ne? Oder Narutos Vater, so ein bisschen, ne? Er beginnt mit einem Raichu auf welchem Level? Wir beginnen mit dem Schaufler. Ja, ist klar. Onyx. Mit Surfer. Ich hab da überhaupt nicht mit gerechnet. Was war das für eine Beere? Was? Schaufler! Oh mein Gott. Das war's. Onyx, es tut mir leid. Du hast dich gut geschlagen. Oh. Oh, Onyx! Ich liebe dich auch! Schaufler! Und diesmal zeig es dem Raichu. Diesmal hat's keine Beere, die den Schaden mindert.
Ich sag dazu nichts. Vielleicht sind wir ja schneller als Artillerie. Feuer, Odem! Und das sind wir! Onyx, Onyx will unbedingt im Kampf bleiben! Oh. Onyx schützt dich mit dem Schaufler! Danke dir, Onyx. Du hast eine mega Leistung gebracht. Ich danke dir. Na gut. Wen holen wir uns jetzt? Palimpalim oder Noctu? Na komm, geben wir Noctu die Chance. Damit es im 50er Bereich aufschließen kann. Mundgewalt wird wenig bringen. Bodycheck! Noctu Banders, nochmal Bodycheck. Top-Genesung. Das ist ein Crit gewesen, jawohl. Diesmal gehe ich aber auf die Mondgewalt. Vielleicht kann ich ihm ja noch eine Top-Genesung anlocken, dem Volta. Ich weiß es nicht. Oder einen Übertrank, alles klar. Hypnose! Aurora-Strahlen, nein! Aber das ist so viel zieht's nicht an. Komm, Hypnose! Da ist klar! Gehen wir erstmal nochmal auf die Mondgewalt. Schauen, wie viel das abzieht. Ja, ist in Ordnung. Dafür habe ich meine Hypnose verschwendet, ja? Nur zwei Runden an der Hypnose. Auf geht's, Palim Palim. Psychokinese. Ambidiphil müsste den Typ Kampf haben. Aber warum zur Hölle? Psychokinese ist neutral. Okay, aber... Jetzt einmal kurz nachschauen, was Volta eigentlich für Pokémon gehabt hätte. Volkner. Warum sage ich Volta? Volkner. Gut, in Diamant und Perl, Ambidiphil und Octillery, warum auch immer.
Und in Platin. In Platin Blitzer, Raichu, Luxter und ein Ele Voltec. Auf geht's, Skull King. Beende es mit Eisstrahl. Doppelschlag haut richtig rein, ne? Aber Doppelschlag ist eine Normalattacke oder eine Kampfattacke. Sollte eigentlich auf Palimpalim keine Wirkung haben. Warum auch immer es eine Wirkung hat. Ah, wieder sein Ambitefell. Okay, jetzt kommt doch sein Luxtra. Ja. Wir bleiben natürlich. Mach dich bereit, hier kommt meine Trumpfkarte. Okay, Eisstrahl! Wir werden was, ja, down. Ja. Luxtra ist nämlich definitiv schneller. Aber eventuell ist unser Glopper schneller. Zwei Vierbeiner. Wir greifen speziell an. Und wir sind auch schneller. Zitrusbeere. Das heißt, zwei Attacken müssen wir tanken. Ich hoffe, wir werden nicht geparrt. Schockierend, das hätte ich nie erwartet. Beende es, Galopper. Flammenwurf. Ohne Shellterra geschafft. Schön. Das Level-Up hast du dir verdient, na, oder? Ah, fast. So, Volkner. Du hast mich besiegt. Dein Wille und der erhabene Kampfstil deiner Pokémon. Ich bin immer noch ganz hin und weg. Das war ein sehr, sehr schöner Kampf. Din, 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 din. Ich glaube, den Voltorden kriegen wir. Haha, das war seit langem mal wieder ein Kampf, der so richtig Spaß gemacht hat. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie du und dein Team in Zukunft kämpfen werdet. Hier ist dein 8. Orden, den hast du dir richtig verdient. Da ist unser Voltorden. Unser letzter Orden. Nee, den Lichtorden. Oh, okay. Gibt es den Voltorden schon? Dritte Gen vielleicht, ne? Mit dem Lichtorden kannst du die VM-Attacke Kaskade. Das kriege ich von dir. Sticker natürlich. Das ist Donnerblitz. Ne, doch. Donnerblitz oder Donnerzahn. Ladestrahl. Du hast kein einziges Mal Ladestrahl eingesetzt, mein Freund. Ah, na gut. Egal, egal. Wir haben unseren Orden. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu tun. Ich will mir jetzt einmal noch schnell die TM-Kaskade holen. Na komm. Na komm. Zack. Ja, hier Rotter. Komm mal, Jasmin, ich hab den 8. Orden. Gib mir meine TM oder VM. Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Es liegt am Meer und darüber steht ein Leuchtturm. Hm, und darin steht ein Leuchtturm. Oh, das ist ja der Arena-Orden der Stadt. Du musst gut sein. Bitte nimm dies hier auch noch. Ich kann nicht so gut mich ausrichten, aber viel Glück. Ja, und Jasmin, ich denke mal, wir sehen sie nicht mehr wieder, deswegen auf Wiedersehen, Jasmin. Und ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar da lassen. Und im nächsten Part machen wir uns Richtung Indigo Plotto, beziehungsweise Siegestraße auf. Bis dann.